Die Freude auf dem Start ist geradezu spürbar. 3 Wochen Vorbereitung sind vorbei. Jürgen Klopp sprüht vor Tatendrang. Er brennt darauf, es allen zu zeigen. All denen, die behaupten, dass der Lack ab sei bei Borussia Dortmund. Denn der BVB geht in ungewohnter Rolle in die Rückrunde. Und deshalb werden wir alles daran setzen, nach einer langen Zeit in einer Art in der Rolle des Gejagten uns jetzt mit der Jägerrolle auch mal wieder ein bisschen anzufreunden. Klopp will natürlich weiterhin das Maximum herausholen, aber dabei auch nicht die Realitäten verkennen. Die Ausgangsposition ist eindeutig. Die ist jetzt so, dass wir Vierter sind und weiß nicht, mit dem ordentlichen Rückstand auf Bayern München, die auch noch ein Spiel weniger haben. Also das ist im Moment nicht unser Ziel, Bayern München, sondern Augsburg und über Augsburg dann eben die Mannschaften, die vor uns stehen, einzuholen. Kritikern, die beim BVB den Kampfgeist vermissen, weiterhin auf die Meisterschaft zu schielen, begegnet Klopp cool und gelassen. Wir haben kein Problem mit Einstellungen, Motivation, mit sonstigen Dingen. Wir haben genügend zu tun, eine ganz, ganz erfolgreiche Saison zu spielen. Und wir nehmen uns allerdings durchaus auch das Recht raus, uns über Platz 2, sollte er denn gelingen, sehr zu freuen. Die Mannschaft kennt die Zielsetzung. Vor dem Spiel gegen Augsburg ergibt sich für Dortmunds Trainer eine ungewohnte Situation. Nur Subotic, Hummels und Gündogan sind noch nicht wieder einsatzbereit. Das heißt, es wird für Samstag erstmalig seit langer, langer Zeit enge Entscheidungen geben. Es ist jetzt nicht so, dass ich nichts lieber habe als enge Entscheidungen, aber es ist natürlich eigentlich die perfekte Situation. Damit es auch eine nahezu perfekte Rückrunde wird, muss vor allem Dortmunds Defensive gefestigter werden. 20 Gegentore sind für ein echtes Spitzenteam zu viel. Aber bis auf Subotic hat Klopp spätestens in einer Woche seine bewährte Abwehr zurück.